Ja, herzlich willkommen zu unserem zweiten Panel. Wer von Anfang an da war, hat die Nachricht schon gehört. Bei mir handelt es sich nicht um Ulrich Wilhelms. Der hat leider aus Krankheitsgründen gestern Morgen abgesagt. Bedauert das sehr, lässt sich entschuldigen. Ihm war hier natürlich jetzt eine wichtige Rolle zugedacht, ein paar Impulse zu setzen für die anschließende Podiums- und Publikumsdiskussion. Und viele von Ihnen werden sich wahrscheinlich unter anderem auch auf ihn gefreut haben. Deshalb haben wir überlegt, was machen wir, und haben uns jetzt für den Versuch entschlossen, Ihnen allen, zumindest ansatzweise und so gut es eben geht, wenigstens einen kleinen Ausschnitt seiner Thesen und Überlegungen vorzustellen. Ich werde das jetzt probieren, das ist eine etwas merkwürdige Rolle, ich probiere das mal. Ich gehe jetzt sozusagen aus von einem Beitrag in der Zeitschrift der Bundeszentrale für politische Bildung, also aus Politik und Zeitgeschichte, die APUZ, in der Ausgabe 28/29 aus dem Juli dieses Jahres mit dem Titel Religionspolitik. Da ist ein sehr guter Überblicksartikel von ihm drin, und dem habe ich mir jetzt mal nochmal vorgenommen, und ich formuliere 7 Stichwörter dazu, aber sehr kurz und knapp, um dann dem Podium vor allen Dingen und Ihnen noch einmal die Möglichkeit zu geben, zu diskutieren. Was waren jetzt die Kriterien meiner Lektüre? Im Grunde, welche sind die zentralen Aspekte bei Wilhelms und welche Aspekte dürften interessant sein für die Diskussion mit den Podiumsgästen, die wir hier haben? Also dazu jetzt versuchsweise 7 Stichwörter. Erstes Stichwort, Pluralisierung. Haben wir jetzt vorhin auch schon mal gehört. Ausgangspunkt der Überlegung ist auch bei Wilhelms die Veränderung der religiösen und weltanschaulichen Landschaft in der Bundesrepublik. Diese Landschaft sei nicht mehr allein durch die zwei großen christlichen Konfessionen geprägt, sondern sie habe sich massiv pluralisiert. Dafür nennt er in der Regel 2 Beispiele. Das sind A, religiöse Minderheiten, wie zum Beispiel die Muslime, aber B, auch immer dabei, die hohe Zahl der Konfessionslosen. Er spricht von Konfessionslosen, nicht von Konfessionsfreien, und nennt Verbände wie den Humanistischen Verband als einen Akteur, der sich als Vertreter solcher nicht religiöser humanistischer Bürgerinnen sieht. Pluralisierung. Zweites Stichwort, Kirchenförmigkeit. Aus diesen Veränderungen ergeben sich, so Wilhelms, verschiedene Herausforderungen. Eine davon sei diese. In Deutschland gäbe es, jetzt kommt ein Zitat, hohes Maß an Kooperation zwischen Staat und Religionsgemeinschaften. Zitat Ende. Die gleichberechtigte Integration neuerer religiöser und weltanschaulicher Gemeinschaften sei, jetzt wieder ein Zitat, vor allem deshalb schwierig, weil die Zugangs- und Funktionsbedingungen vieler Kooperations- und Förderangebote auf die historisch dominierenden religiösen Traditionen, in der Bundesrepublik vor allem die beiden christlichen Kirchen, zugeschnitten und daher nicht umstandslos von religiösen Minderheiten genutzt werden können. Eine gleichberechtigte Integration erfordere daher in diesen Fällen Veränderungen der Zugangs- und Funktionsbedingungen der Zugangs- und Funktionsbedingungen oder der Angebotsstruktur selbst. Das war das zweite Stichwort, Kirchenförmigkeit. Drittes Stichwort, Wohlfahrtspflege. Im Falle der Konfessionslosen, auch Konfessionsfreien, nennt er als Beispiel den, Zitat, Vorrang freier, also vor allem christlicher, vor kommunalen Trägern in der Wohlfahrtspflege der Anpassungen erfordert. Hierdurch stünde nämlich zum einen den nicht religiös gebundenen Klienten kein ausreichendes, Zitat, kein ausreichendes religiös bzw. weltanschaulich neutrales Angebot zur Verfügung. Und zum anderen sei im Falle konfessionsloser Arbeitnehmer, seien, Zitat, deren Freiheiten und Rechte als Arbeitnehmer in kirchlichen Einrichtungen durch die besonderen Loyalitätspflichten und das besondere kirchliche Arbeitsrecht stark eingeschränkt. Viertes Stichwort, und so heißt es, Stiefkind. Stiefkind Religionspolitik ist der Titel von Wilhelms Beitrag in der APUZ. Die deutsche Politik werde weder in ihrer Programmatik noch in ihrer Praxis den durch die Pluralisierung entstehenden Herausforderungen gerecht. Zitat, es wird deutlich, dass die beiden Parteien, die Regierungen sowohl auf Bundes-
als auch auf Landesebene dominieren, keine grundlegenden religionspolitischen Herausforderungen sehen. Die SPD zeigt freundliches Desinteresse an diesem Politikfeld. Die Union plädiert für ein beherztes Weiter-so. Zitat Ende. Etwas weniger gelte das aber, so Wilhelms weiter, für zwei kleinere Parteien, insbesondere Bündnis 90 Die Grünen, aber auch für Die Linke. Das führt er natürlich noch genauer aus, das kann ich jetzt hier nicht machen. Fünftes Stichwort, Integration. Ganz kurz und knapp. Am Beispiel der Muslime werde deutlich, so verstehe ich Wilhelms, dass Religionspolitik oftmals nur ein Unterkapitel der Integrationspolitik sei. Unterkapitel der Integrationspolitik. Und oftmals sich auf reine Extremismusprävention verkürze. Und so werde man den neuen Herausforderungen nicht gerecht. Sechste und vorletztes Stichwort, Organisationsfähigkeit. Weder die Muslime noch die Konfessionslosen seien ausreichend gut organisiert und ausreichend politisch durchsetzungsstark. Ihre stärkste Ressource bestehe, Zitat, in dem im Grundgesetz gewährten Recht auf Religionsfreiheit und im Verbot religiöser Diskriminierung und Privilegierung. Zitat Ende. Noch ein zweites. Sie seien, Zitat, also Muslime und Konfessionsfreie, sie seien in erheblichem Maße auf Kooperationsbereitschaft und Entgegenkommen der Politik angewiesen. Zitat Ende. Letztes Stichwort, siebtes Stichwort, Privilegierung. Da kommt jetzt ein Komplettzitat zum Abschluss. Zitat, man wird die gegenwärtigen Formen einer Privilegierung des Christentums, wie sie in den selektiven Kopftuchgesetzen und dem Kreuzbeschluss, also das ist der Bayern-Beschluss mit gemeint, und dem Kreuzbeschluss aufscheinen, wohl nicht anders interpretieren können als so, dass Teile von CDU und CSU das Christentum sowie die christlichen Kirchen nach wie vor als unerlässliche vorpolitische Ressource betrachten, die speziell gefördert werden muss. Eine solche Privilegierung, immer noch ein Zitat, eine solche Privilegierung ist aber weder mit dem Grundgesetz noch mit den Reproduktionsbedingungen einer religiös pluraler gewordenen Landschaft vereinbar. Gut, ich hoffe, dass ich aus diesen sieben etwas notdürftig zusammengeschusterten Stichworten vielleicht der andere Impuls für das Podium, ergibt. Vielen Dank. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich jetzt zu unserem Podium, die Zukunft des der Religions- und Weltanschauungspolitik. Mein Name ist Tina Beer. Ich bin Projektkoordinatorin bei der Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg und freue mich, dass ich dieses Gespräch ja moderieren darf. Was haben wir uns vorgenommen? Zugehörigkeit ist mehr als Mitgliedschaft, so sind wir heute eingestiegen. Was heißt das nun für eine moderne Religions- und Weltanschauungspolitik? Wo stößt denn das bestehende Weltanschauungs- und Religionsrecht und die Weltanschauungspolitik an seine Grenzen? Welcher Reformbedarf wird aus den unterschiedlichen Perspektiven gesehen und wie, ganz grundsätzlich, lässt sich Kooperation künftig gestalten? Wer kooperiert da mit wem und in welchen Angelegenheiten eigentlich? Vom Ablauf her ist es so geplant, wir werden so eine gute halbe Stunde hier auf dem Podium diskutieren, dass wir mal einen kleinen Aufschlag machen, um zu gucken, um welche Baustellen geht es da eigentlich, was kann man da für unterschiedliche Sichtweisen auch drauf haben. Und danach würde ich die Diskussion gerne für Sie im Publikum öffnen, dass Sie Ihre Fragen stellen können. Und ich würde dann gerne gucken, dass wir es auch nochmal schaffen, Ihre Fragen hier im Zusammenhang zu diskutieren, dass wir nicht in so einem Ping-Pong enden. Ja, ich begrüße ganz herzlich unsere Podiumsgäste. Als erstes Angelika Dinger. Sie ist Referentin für Kirchen- und Religionsgemeinschaften beim SPD-Parteivorstand und Geschäftsführerin des AK Christinnen in der SPD. Zusätzlich berät sie auch die anderen religiösen Arbeitskreise und sie ist jetzt hier als, also sie berät quasi die Politik, also sie berät die SPD und den Parteivorstand in diesen Fragen, ist jetzt aber selber nicht Abgeordnete oder gestaltet sozusagen selber. Neben mir sitzt Katharina Jestedt.
Sie ist Leiterin oder stellvertretende Leiterin des Kommissariats der Deutschen Bischöfe im katholischen Büro Berlin. Was ich auch nicht wusste, bis wir miteinander gesprochen haben, was das im Prinzip heißt, ist, Frau Jestedt spricht für die deutschen Bischöfe. Auch wenn sie jetzt nicht in Tantalien sitzt, ist sie sozusagen da auskunftsfähig. Zu meiner Linken sitzt Dr. Thomas Heinrichs. Er ist Präsident der Humanistischen Akademie Deutschland und Jurist und auch sehr bewandert und schreibt zu Religions- und Weltanschauungsrecht. Insofern, wenn da im Detail Fragen sind, ach, Frau Jestedt, Sie sind auch Juristin, ne? Wir haben ja auch sozusagen diese Expertise auf dem Podium. Und dann haben wir zu Gast noch Nina Mühe. Sie ist Mitherausgeberin der Studie Islamisches Gemeindeleben in Berlin und beschäftigt sich viel wissenschaftlich mit Fragen des Islams und des Gemeindelebens und ist aber auch viel unterwegs, im Moment gerade bei einem Projekt, das Claim heißt, wo es darum geht, einfach sich für oder gegen Muslimfeindlichkeit einzusetzen, Multiplikatoren und Jugendliche zu schulen und für eine diversere Gesellschaft sozusagen einzustehen. Sie ist angekündigt gewesen als Projektmanagerin der Jungen Islamkonferenz. Das ist sie nicht direkt. Die Junge Islamkonferenz ist beim selben Träger angesiedelt. Und das sind ihre Kolleginnen sozusagen. Aber ich bitte um Nachsicht, wenn sie jetzt zu den Detailfragen der Jungen Islamkonferenz nicht Auskunft geben kann. Ja, Sie sehen, wir diskutieren hier zur Zukunft der Religions- und Weltanschauungspolitik, aber auf dem Podium sitzen im Prinzip keine Politikerinnen. Also meine Gäste sind jetzt nicht diejenigen, die morgen mit im Antrag im Bundestag sitzen und Politik gestalten. Sie sind auch, bis auf Frau Jestedt, eigentlich repräsentieren Sie jetzt keine Religion oder Weltanschauung in dem Sinne direkt. Und so ist die Frage, was wollen wir hier eigentlich miteinander diskutieren? Und das Vorhaben wäre, also aus meiner Sicht sitzen Sie hier zusammen als Menschen, die einen besonderen Blick dafür, also die den Blick schärfen dafür können, was eigentlich der politische Handlungsbedarf ist. Wo man da genauer hingucken müsste, was die Baustellen sind, wenn wir Religionspolitik und Weltanschauungspolitik weiterentwickeln wollen. Und in diesem Sinne würde ich die Diskussion erstmal starten, zu gucken, was ist da eigentlich das gemeinsame Verständnis, und sicherlich gibt es auch unterschiedliche Prioritäten und unterschiedliche Dringlichkeiten. Ja, Frau Mühe, meine erste Frage richtet sich an Sie. Wir haben heute Nachmittag schon am Einstieg gehört, es ist alles nicht so klar. Humanistinnen sagen, es gibt viel mehr Humanistinnen und viel mehr Menschen, die auch an Angeboten wie Jugendfeier, Lebenskundeunterricht, also an den weltanschaulichen Angeboten tatsächlich partizipieren und sich bekennen, als sie in einem Verein Mitglied sind. Andererseits kam die Anmerkung, dass das in den christlichen Kirchen eher umgedreht ist. Da sind viele Leute formell Mitglied, was nicht unbedingt heißt, dass sie an vielen rituellen Handlungen auch teilnehmen und jetzt jeden Sonntag unbedingt in den Gottesdienst gehen. Also es scheint sich was zu verändern und dieses Verhältnis lohnt sich doch mal anzugucken. Wenn Sie jetzt, vielleicht können Sie uns was aus Ihrer Studie Islamisches Gemeindeleben in Berlin sagen, wie verhält es sich denn bei den Muslimen? Das Verhältnis von, wo bin ich da, warum Mitglied oder was macht es eigentlich aus, dass ich mich dazugehörig fühle. Ja, vielen Dank für die Frage. Also da ist es tatsächlich auch so, dass dass eine ganz große Diskrepanz gibt zwischen dem, wie viele Menschen sich jetzt tatsächlich, die Moscheegemeinden sind ja seit der größerzahligen Einwanderung von Musliminnen und Muslimen nach Deutschland, so in den 60er Jahren, vor allem in gemeinnützigen Vereinen, EVs, organisiert. Und die, weil das die Organisationsform ist, die ihnen eben eine gesellschaftliche Partizipation ermöglicht hat. Aber dennoch ist natürlich auch das, also EVs leben von Mitgliedern und Mitgliederlisten, und das ist in keiner Weise das, wie normalerweise eine muslimische Gemeinschaft strukturiert und organisiert ist. Es ist natürlich so strukturiert mittlerweile, die haben sich so etabliert. Es gibt auch Mitglieder und Mitgliederlisten und Vorstände und aber die Menschen, die jetzt zu so einer Moschee sich zugehörig fühlen, also die wenigsten von denen sind jetzt tatsächlich offiziell Mitglied. Also das sind wirklich die, die ja da in irgendeiner Form strukturell auch mitarbeiten. Aber dass man, ja, es gibt gar nicht so ein Bewusstsein, dass es, also eher ist es so, auch Mitgliedsbeiträge ist nicht so ein Bewusstsein, dass also Menschen kommen in die Moschee beispielsweise,
zum Freitagsgebet. Das ist so etwas, wo die meisten Menschen freitags in die Moschee kommen und dann wird eben gespendet. Aber dass man jetzt Mitglied ist und offiziell Mitgliedsbeiträge bezahlt, so ein Bewusstsein gibt es gar nicht so stark. Das heißt, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Menschen, die tatsächlich als Mitglieder in so einem Moscheeverein eingetragen sind und denen, die tatsächlich erreicht werden. Eines hatte ich schon genannt, Freitagsgebete, das ist, wo wirklich viele Menschen, je nach Moschee, ne, also gibt es ja ganz große Unterschiede in Berlin auch, Sie kennen das ja, ne? Es gibt große, sichtbare Moscheen wie die Schehidlik-Moschee am Columbia-Damm und dann gibt es ganz kleine, die irgendwo in einem Hinterhof ein paar Räume haben oder vielleicht auch nur einen Raum. Und auch was die anbieten, ist ganz unterschiedlich. Aber da gibt es, also ganz oft ist es, und selbst in der großen Schehidlik-Moschee am Columbia, da passiert es, dass vielleicht nicht zum Freitagsgebet, aber zum Beispiel im Fastenmonat, da gibt es Tage, wo so viele Menschen zum Gebet kommen, dass sie nicht mehr da reinpassen. Obwohl es ja ein großes Gebäude ist und das, der Innenhof noch nicht mal mehr ausreicht, dass Menschen anfangen, auf dem Bürgersteig auf der Straße zu beten. Das heißt, die fühlen sich da auch in irgendeiner Form zugehörig, ja, weil sie da hingehen zum Gebet. Ja, und dann gibt es natürlich alle möglichen Angebote, soziale Angebote, über die sich Menschen zugehörig fühlen, Bildungsangebote für Kinder, Angebote auch für Nachbarschaftshilfe, Menschen, die Hilfe brauchen in irgendeiner Form. Also das ist ein sehr breites Angebot eigentlich, was Moscheegemeinden, nicht alle gleichermaßen, ne, aber was die so allgemein anbieten. Genau, und da, wie gesagt, gibt es eine große Diskrepanz zu denen, die jetzt formell als Mitglieder eingetragen sind. Ist denn Religionspolitik da ein Thema? Also merkt man, spürt man das, dass die Gemeinden anders aufgestellt sind als jetzt Kirchen zum Beispiel und kommt es irgendwie an, dass das auch was bedeutet? Ist das ein Thema oder ist das eher so ein, ja, was die bei den Leuten gar nicht ankommt oder sie gar nicht beschäftigt? Wie schätzen Sie das ein? Also die Frage auch der Repräsentation und das, wie sind Sie eingebunden sozusagen, wie... Ja, wir hatten so eine Frage gestellt oder unterschiedliche Fragen gestellt eigentlich zur Frage, also in dieser Studie zur Frage von, jetzt in Berlin speziell, zur Frage, wie ist der Islam in Deutschland anerkannt? Das ist ja eine Frage, die kann man so eigentlich gar nicht beantworten. Wir haben sie aber trotzdem gestellt, was eher so eine gefühlte Antwort, ne? Also was ist der Eindruck der Leute? Wie schätzen Sie das ein? Wie ist der Islam anerkannt in Deutschland? Und da hat eine Mehrheit tatsächlich gesagt, nicht oder nicht genug. Auf die Frage, ob Ihre Arbeit aber jetzt in der Stadt Berlin speziell, Ihre Arbeit in der Moschee, auch die soziale, gesellschaftliche Arbeit, die Sie leisten, ob die wertgeschätzt wird, da hat eine Mehrheit der Befragten geantwortet, dass sie das doch so sehen, dass diese Arbeit wertgeschätzt wird. Dennoch wird auf die Frage nach, also warum man annimmt, dass der Islam nicht anerkannt ist, ne? Da gibt es dann so Fragen wie, es gibt keine Körperschaften öffentlichen Rechts, es gibt, ja, in wenigen Bundesländern wirklich auch in irgendeiner Form formelle Verträge zwischen Staat und Religionsgemeinschaft, was Muslime betrifft. Es gibt es in Hamburg und Bremen und in Berlin gab es lange auch schon Gespräche in so eine Richtung, aber es wird wahrgenommen von Menschen, das ist sehr schwer und schwerfällig. Es ist schwierig, da an so einen Punkt zu kommen, wo man auch, also es werden zwar in Berlin, es gibt viele einzelne Punkte, die in Berlin schon sehr gut gelöst sind, vielleicht mehr auch als in anderen Bundesländern, beispielsweise, ne, können Muslime bestattet werden ohne Sarg, was eigentlich so eine religiöse Anforderung ist. Viele andere Sachen auch, die schon ganz gut geregelt sind, aber es gibt nicht so, es gibt keine offiziellen Verträge, die quasi auch verbindlich, eine gewisse Verbindlichkeit auf längere Sicht dann auch und auch eine Symbolfunktion einfach auch haben. Ne? Hier gibt es, der Staat ist es wichtig, hier irgendwie Verträge zu schließen, in irgendeiner Form zumindest eine Egalität herzustellen, auch für Menschen anderer Religionszugehörigkeit. So. Also so ist es ist ein nicht ganz eindeutiges Bild. Ne? Es gibt schon viel Zusammenarbeit, viel das Gefühl, auch die Arbeit wird wertgeschätzt, aber so allgemein so ein Gefühl, der Islam ist irgendwie nicht richtig anerkannt und ja, und einer hat es auch mal so, an einer Gemeinde haben wir dann nochmal nachgefragt, woran es liegt, auch ein Imam, der dann meint, das liegt vielleicht für viele Menschen auch daran, dass sie ja, dass sie das Gefühl haben, dass wenn es anerkannt wäre, dann gäbe es einfach nicht diese ganzen negativen Diskussionen, diese vielen Schwierigkeiten, die sie irgendwie haben in den Gemeinden. So, das ist gar nicht so klar eine rechtliche Geschichte. Leute haben oft nicht so ein Wissen darüber, wie genau die Rechtslage ist, aber es ist mehr so eine Stimmung dann auch in dem Punkt. Ja, vielen Dank soweit. Thomas Heinrich, als Präsident der Humanistischen Akademie Deutschland, wenn Sie jetzt so mit
Blick auf die humanistische, säkulare Szene in Deutschland gucken und das, was da in der Diskussion ist und was es da auch für einen Wunsch gibt, was würden Sie sagen, wo stößt dann die bisherige oder die jetzige Situation der Politik, der Religions- und Weltanschauungspolitik und des bestehenden Religions- und Weltanschauungsrechts an seine Grenzen? Können Sie da vielleicht so zwei, drei Punkte benennen, die aus Ihrer Sicht da jetzt besonders wichtig erscheinen, anzugucken? Ja, es wurde ja hier auch jetzt schon angesprochen, auch vorher schon angesprochen, dass das Religions- und Weltanschauungsrecht in Deutschland kirchenförmig ist, weil es ist natürlich an dem Muster der Kirchen orientiert, weil es sich im Zusammenspiel mit den Kirchen über Jahrhunderte entwickelt hat. Und die Kirchen, auch das hat der Junge ja schon gesagt, sind eine ganz ungewöhnliche Organisationsform von Religion. Ja, das gibt es ja sonst nirgendwo. Wieso muss ich irgendwo eintreten, um irgendwas zu sein? Wieso muss ich in den Buddhismus e.V. eintreten, um Buddhist zu sein? Muss ich natürlich nicht. Ja? Ich muss auch nicht in den Humanistverband eintreten, um Humanist zu sein. Aber um Christ zu sein, muss ich in die Kirche eintreten. Das ist hochgradig institutionalisiert, bürokratisiert, hierarchisch strukturiert, ist stark an diesen formalen Mitgliedschaftszahlen orientiert. Und das ganze Religions- und Weltanschauungsrecht, was wir hier in Deutschland, aber auch in Europa haben, orientiert sich an diesem Muster. Und es macht Probleme. Allen anderen macht es Probleme. Also da geht es den Humanisten nicht anders als den Muslimen und den sonstigen religiösen und weltanschaulichen Gruppen. Ich kann das mal also an einem Beispiel sagen des Religionsunterrichts. Der Religionsunterricht ist ja, außer in Berlin, ordentliches Schulfach und wird natürlich für die christlichen Kirchen schon immer durchgeführt. Und wenn jetzt andere Gruppen kommen und wollen auch Religionsunterricht oder Weltanschauungsunterricht an der Schule haben, dann kommt der Staat und guckt erstens, ist das eine Religionsgemeinschaft überhaupt? Und bei den Muslimen hat er bislang immer gesagt, nee, das ist keiner. Sehr, sehr seltsam, ja. Das Oberverwaltungsgericht Münster jetzt noch Ende letzten Jahres festgestellt, die Anforderungen, die an eine Religionsgemeinschaft gestellt werden, erfüllt dieser Dachverband in Nordrhein-Westfalen nicht, obwohl der nun mehrfach versucht hat, sich anzupassen und auch mehrfach versucht worden ist, diese Strukturen, die man davon verlangt hat, zu erfüllen. Ist das bislang nicht gelungen? Muss einen auch nicht wundern, der Islam ist keine Kirche, er kann auch keine abbilden. Ja? So, das kann nicht funktionieren. Und dann hat man eben keinen Anspruch, Religionsunterricht einführen zu lassen. Und das ist natürlich auch, um das noch ein bisschen auszuführen, an der Stelle auch von der Politik diskriminierend. Man verlangt pro Bundesland einen Ansprechpartner. Das ist Blödsinn. Da gibt es rechtliche Anforderungen, gibt es nicht. Man könnte mit den Moscheegemeinden vor Ort zusammenarbeiten, das dort man bei den kleinen jüdischen Gemeinden und den kleinen christlichen Gemeinden auch. Dann hätte man eine Religionsgemeinschaft als Ansprechpartner und könnte das alles regeln. Aber man verlangt gewissermaßen Landeskirchenstrukturen und es funktioniert nicht. Und nach dem, was das OVG Münster, das Oberverwaltungsgericht Münster, da Ende letzten Jahres gesagt hat, ist zum Beispiel auch der Humanistische Verband Deutschland, ja, also der HVD-Bund, keine Weltanschauungsgemeinschaft. Ist er nicht. Ja, die Kriterien würden wir nicht erfüllen, die angelegt haben. Auf den Landesebene schaffen das die Humanistenverbände, auf der Bundesebene schaffen wir das auch nicht. Da fallen wir auch durch dieses Kirchenmuster durch. Also gibt es keinen Anspruch der Muslime auf Religionsunterricht. Nun kommen wir aber auch zu dem Punkt, der auch schon erwähnt wurde. Es wird halt stark unter Integrationsgesichtspunkten gemacht. Man möchte gerne aus Integrationsgesichtspunkten einen islamischen Religionsunterricht einführen. Und dann hat man diese komischen Konstruktionen gemacht, dass man selber so ein religiöses Leitungsgremium konstruiert, also verfassungsrechtlich ein Irrsinn. Ja, geht eigentlich gar nicht so. Und mit dem arbeitet man jetzt irgendwie zusammen, also auch eine ganz seltsame Sache. Als die Humanisten in Nordrhein-Westfalen gekommen sind und gesagt haben, sie würden gerne mal den Lebenskundeunterricht einführen, hat man gesagt, wir können euch gar nicht zählen. Ja, euch gibt es doch gar nicht. Und hat es abgelehnt. Das ist auch vom Verwaltungsgericht abgelehnt worden. Und da kommen wir dazu dem Problem, was Frau Schnell angesprochen hat, wir müssen natürlich zählen. Wir kommen da gar nicht drum rum. Sobald ich in die Politik gehe, sobald ich im rechtlichen Bereich bin, spielen Zahlen eine extrem große Rolle. Wenn ich sage, ich will gleich behandelt werden, dann sagen die, okay, wir behandeln dich gleich, wenn du gleich bist. Gleich, gleich groß heißt das auch. Und ohne Zahlen ist da gar nichts zu machen. Also wir brauchen natürlich Mitgliedschaftszahlen, die wir so nicht haben. Und dann noch ein Satz zu, es ist auch bei den Konfessionsfreien natürlich das Problem, die Humanisten sind ja, hat der Herr Schüttner schon gesagt, nicht in dem Sinne konfessionsfrei, aber es gibt eben auch viele, die sind auch nicht weder weltanschaulich noch religiös orientiert.
Und was machen die? Also wenn die dann in so einen moralischen Werteunterricht haben wollen, Ethik wird bislang nicht flächendeckend angeboten, nicht in allen Lehrgangsstufen, nicht in allen Schulen. Es gibt keine vernünftige Lehrerausbildung. Und wenn man das einklagt, hat ja eine Mutter in Baden-Württemberg versucht, dann scheitert man daran, dass Leistungsansprüche in diesem System nicht einklagbar sind. Man kann sich gegen Diskriminierung wehren, wenn man irgendwie betroffen ist, aber wenn man etwas haben will, dann sagen alle, wo bist du denn diskriminiert? Ja, das ist also ein Nachteil. Geht jetzt schon auch sehr ins Detail, das würde ich gerne nachher nochmal aufgreifen. Okay. Ist das okay? Das ist völlig okay. Ja, ich finde es schön, dass schon ein paar Beispiele kommen, einfach auch, dass man das ein bisschen plastischer sich vorstellen kann, weil Religionspolitik könnte man ja auch erstmal fragen, was ist das überhaupt, was versteckt sich da eigentlich dahinter? Insofern gibt es jetzt schon mal so ein paar Anregungen tatsächlich, worum es da geht, und das würde ich auch gerne, dass wir es nachher nochmal vertiefen, dass Sie auch einfach eine Vorstellung haben, worum geht es denn da eigentlich, wenn es um Religionspolitik geht. Frau Hirstedt, es kam jetzt mehrmals schon diese Formulierung, die sich auch beim Professor Willems findet, dass die Religions- und Weltanschauungspolitik und das Religions- und Weltanschauungsrecht sehr kirchenförmig aufgestellt ist. Jetzt könnte man ja vermuten, dass die Kirchen und auch die katholische Kirche gar nicht so ein Interesse hat, dass sich da irgendwas dran ändert, weil sie ja in einer komfortablen Situation sind. Ist eine Frage, ist das tatsächlich so? Würden Sie sagen, das ist eigentlich alles gut so, wie es ist? Oder sehen Sie auch von Seiten der katholischen Kirche einen Reformbedarf in der Weltanschauungs- und Religionspolitik? Ein beherztes Jein. Also erstens wäre der Umstand, dass es uns als Kirche gut geht in dem System, wäre jetzt irgendwie kein Maßstab zu sagen, dann ist ja okay, dann muss ich für andere auch nichts ändern. Da wir uns auch für die Religionsfreiheit aller Menschen einsetzen und die Weltanschauungsfreiheit, ist es natürlich auch wichtig zu schauen, wie können andere Religionsgemeinschaften oder andere religiöse Organisationen ihre Religionsfreiheit gut ausleben, und zwar individuell und auch institutionell. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir sehr wohl davon überzeugt sind, dass das Grundsystem, was wir in Deutschland haben, mit dieser freundlichen Kooperation zwischen Staat und Religion, das nächstes Jahr 100 Jahre alt wird mit der Weimarer Reichsverfassung, ein Grund ist zu feiern. Weil wir meinen, dass sich das System bewährt hat, und zwar nicht nur für die großen Kirchen. Natürlich ist es historisch gewachsen, vor dem Hintergrund der großen Kirchen, noch stärker übrigens natürlich der evangelischen Kirche als der katholischen. Und es waren ziemliche Anpassungsschwierigkeiten für die katholische Kirche auch zunächst einmal, durch die sie auch gegangen ist dann, um sich dem anzupassen, aber wir haben in den 100 Jahren unseres Erachtens erlebt, diese Pluralisierung, da würde ich Herrn Willems natürlich zustimmen, das ist einfach eine korrekte Beschreibung, dass sich die religiöse Landschaft deutlich pluralisiert hat in Deutschland, und dieses System hat sich als ausgesprochen flexibel erwiesen. Es wird immer so getan, Herr Heinrichs, bei Ihnen hörte sich das auch ein bisschen an, als würden in diesem System eben nur die Kirchen ihren Platz finden, das ist ja nicht so. In diesem System finden zahlreiche Religionsgemeinschaften und religiöse Organisationen ihren Platz. Ich sage nur mal, natürlich, die jüdische Gemeinschaft hat ihren Platz und kooperiert sehr eng mit dem Staat und andere eben auch. Und sehr wohl sind muslimische Gemeinschaften als Religionsgemeinschaften schon in einigen Ländern anerkannt, und sehr wohl findet in vielen Ländern islamischer Religionsunterricht statt. In den Verträgen, die genannt waren mit Hamburg und Bremen, sind die DITIB und andere, sind die Ahmadiyya, die sind als Religionsgemeinschaften anerkannt. Andere winzig kleine Gemeinschaften, wie zum Beispiel die Baha'i, haben einen Körperschaftsstatus erreicht, weil nämlich, anders als Herr Heinrich sagte, das Bundesverwaltungsgericht nicht mehr so auf Zahlen schaut, ja, sondern auf Bestand, auf Dauerhaftigkeit. Und das können auch ausgesprochen kleine Gemeinschaften erfüllen. Wenn Sie mal auf die Homepage des Bundesinnenministeriums schauen und dort gucken, was wir alles an Körperschaften des öffentlichen Rechts in den Ländern haben, dann sind da wirklich sehr, sehr kleine Gemeinden drin. Also die Kleinteiligkeit ist nicht das Problem. Gleichwohl können wir sagen, unser System steht vor großen Herausforderungen. Wenn wir jetzt mal die katholische Kirche anschauen, dann können wir sagen, nächstes Jahr feiern wir auch 100, katholische und evangelische Kirche, 100 Jahre Ablösegebot, was die Staatsleistungen angeht. Da muss man vielleicht ja auch nochmal drüber reden, was damit wird. Da können wir auch gut reden, aber da muss die Politik eben auch, sag ich mal, sich bewegen und auf uns zukommen. Dann kann man auch gut darüber reden. Das ist sicher einfach eine Herausforderung, das kann jetzt nicht nochmal 100 Jahre stehen bleiben. Das ist das eine. Das andere, das wurde angesprochen auch, das wird angesprochen von Herrn Willems auch,
Das kirchliche Arbeitsrecht steht unter Beschuss, jetzt auch zuletzt durch den EuGH sicherlich. Das ist die Frage, wie weit geht das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen an dieser Stelle? Und ein anderer Punkt, den haben Sie angesprochen, Herr Heinrich, ist der Religionsunterricht. Das stellt uns auch vor große Herausforderungen, einfach bei den abnehmenden Zahlen einfach. Müssen wir über neue Kooperationen auch da nachdenken? In Nordrhein-Westfalen haben wir jetzt in weiten Teilen einen konfessionskooperativen Religionsunterricht schon eingeführt, um auch da an der Stelle diesen großen Freiraum, den uns das Grundgesetz gibt, auch gut auszufüllen. Also da sind wir einfach selber gefordert, das sinnvoll inhaltlich auszufüllen. Und ich finde, die größte Herausforderung unseres Systems ist die Teilhabe der Muslime an dem religionsverfassungsrechtlichen System. Und da müssen wir ganz stark an den Kooperationen arbeiten. Die Verträge sind meines Erachtens ein Anfang. Und das wäre ein ausbaufähiger Weg. Allerdings führt kein Weg dran vorbei an irgendeiner Grundorganisation, sage ich mal. Denn Kooperation braucht immer ein Gegenüber. Da führt kein Weg dran vorbei. Diese Frage des Gegenübers würde ich auch gerne nachher nochmal aufgreifen. Ich verstehe Sie jetzt erstmal so, dass Sie jetzt da, wenn es jetzt darum ginge, weiß ich nicht, eine Gruppe Religionspolitik ja, oder Zukunft der Weltanschauungspolitik zu machen. Sie wären jetzt nicht diejenige, die da nicht dabei wäre, sondern Sie haben da schon auch ein eigenes Interesse. Das ist erstmal ja, also da was weiterzuentwickeln und nicht zu sagen, jetzt ist es alles so schön, wie es jetzt ist. Nein, ganz eindeutig, weil sich die Verhältnisse verändert haben. Wir müssen schauen, wie das passt. Aber wir sind davon überzeugt, dass unser Grundsystem ein flexibles ist, das auch diese Veränderungen zulässt, ohne dass wir sozusagen die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen ändern müssen. Aber einen Satz muss ich noch sagen. Eine der größten Herausforderungen ist die Religionsfreiheit. Das ist in den letzten Jahren in erschreckender Weise für uns wieder zum Thema geworden. Und wenn wir schauen, wie die Religionsfreiheit angefeindet wird, und das ist meistens im Hinblick auf die Muslime, wir haben eine Partei im Deutschen Bundestag, die an vielen Stellen in ihrem Parteiprogramm massive Angriffe auf die Religionsfreiheit startet, dann darf man das auch nicht aus dem Blick verlieren. Zu der Frage, warum man Religionspolitik eigentlich braucht und warum es sinnvoll ist zu kooperieren, kommen wir auch gleich noch. Ich würde gerne Frau Dinger fragen. Herr Willems argumentiert immer, oder zum Schlagwort, Herr Schöppner hat das gerade vorhin auch zitiert, und sagt, Religionspolitik ist so das Stiefkind. Ne? Jetzt sind Sie ja jemand, die explizit den SPD-Vorstand jetzt in Religions- und Kirchenfragen berät. Also für mich wäre, Klammer auf, die Frage, beraten Sie sich auch in Weltanschauungsfragen und in Weltanschauungspolitik oder gibt es dazu noch jemand anderes, der zuständig ist? Aber wie dick sind die Bretter, die Sie da bohren müssen? Würden Sie das unterschreiben, Stiefkind, oder haben Sie eine andere Wahrnehmung? Also ich weiß nicht, ob ich es Stiefkind nennen würde. Ich würde schon sagen, dass die Religions- und Weltanschauungspolitik nicht im Auge des politischen Sturms ist. Und ich würde sagen, es gibt schon auch Gründe dafür. Also ja, dass, sag ich mal, Arbeitsmarktpolitik für eine sozialdemokratische Partei eine zentralere Rolle spielt als Religionspolitik, das finde ich nicht in allererster Linie unverständlich. Ich würde gerne eine kurze Sache korrigieren. Ich erkläre gleich, warum, was Sie gesagt haben in meiner Vorstellung. Sie haben gesagt, ich berate die religiösen Arbeitskreise. Und das würde ich nie so sagen. Das sind politische Arbeitskreise. Und da komme ich dann auch zur Antwort auf Ihre Frage zurück. Wir haben in der SPD drei politische Arbeitskreise. Die nennen sich der Arbeitskreis Christinnen in der SPD, der Arbeitskreis muslimischer Sozialdemokratinnen und der Arbeitskreis jüdischer Sozialdemokratin. Wir haben im Vorgespräch telefoniert und ich habe von diesen Arbeitskreisen erzählt und dabei gesagt, das verbindende Element dieser Arbeitskreismitglieder ist das Sozialdemokratische. Das sind alles Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Und die Christen sind Sozialdemokraten, die ihre sozialdemokratischen Werte ableiten, auch aus ihren christlichen Bekenntnissen und die besonders im Blick haben, als Ansprechpartner, als Gruppe, mit der sie in Austausch stehen, die christlichen Kirchen. Bei den Muslimen ist es so, dass die genau dasselbe sagen würden für den muslimischen Glauben und sagen würden, sie haben halt besonders im Blick eine Gruppe, die sonst nicht immer besonders oder nicht immer genug in den Blick kommt, nämlich die Muslime. Und das ist bei den Juden genauso. Und wir haben vorhin über Herausforderungen für die Religionspolitik gesprochen.
Und dazu würde ich sagen, ich glaube, die große Herausforderung für die nicht nur Religions-, sondern für die Politik ist der Umgang mit wachsender Pluralität. Und ich glaube, um jetzt wirklich mal auf Ihre Frage zurückzukommen, ich spüre in den letzten Jahren eine wachsende Bedeutung dieser Themen. Ich habe das Gefühl, dass es immer mehr darum geht, wie halten wir diese Gesellschaft überhaupt beieinander? Ja? Islamophobie ist da ein Thema, aber es ist auch nur ein Thema. Individualisierung ist da ein Stichwort. Wo sind denn noch Orte der Begegnung, wo wir mit Leuten zusammenkommen, die auch anders denken, als wir das tun, die auch anders glauben, als wir das tun oder auch gar nicht glauben? Ich habe das Gefühl, dass im politischen Diskurs und auch im innerparteilichen Diskurs, auch im Parteivorstand, das eine wachsende Bedeutung hat. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne auf die Frage nochmal eingehen, sozusagen auch fürs Publikum und weil wir ja hier auch so ein bisschen politische Bildung machen, vor allem, warum braucht man überhaupt Religions- und Weltanschauungspolitik und warum braucht man diese Kooperation? Also ich meine, wir haben kein Staatskirchenmodell, wir haben aber auch kein laizistisches Modell, wir sind dafür entschieden, mit Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zusammenzuarbeiten, der Staat. Jetzt könnte man ja, weiß ich nicht, mit Böckenförder argumentieren, der Staat bezieht sich auf Voraussetzungen, die er selber nicht schafft. Und früher fand er eben, die Kirchen haben den geschaffen und jetzt sind es eben nicht mehr die großen Kirchen, jetzt ist es diverser. Also auch in den christlichen Kirchen wird es ja diffuser. Ich war ganz überrascht, dass es in dem Innerhalb des Ökumenischen Rates in Berlin schon allein 40 verschiedene christliche Gemeinschaften gibt. Also, und so ist es ja auch bei den Muslimen. Frau Mühlse sagte, es gibt auch ganz viele junge Muslime, die sich auch nicht mal in den verschiedenen bestehenden Verbänden, die alle irgendwie unterschiedliche Aufstellungen haben, nicht mal da wiederfinden, sondern jetzt irgendwie so ihre eigenen Sachen machen. Bei den Konfessionsfreien ist es auch, die verstehen sich irgendwie ganz unterschiedlich, die sind auch nicht überall organisiert. Jetzt könnte man ja sagen, gut, das ist der zentrale Grund. Und dieser vorpolitische Raum wird einfach anders bespielt. Und da muss ich gucken, wie unterstütze ich denn das? Wie unterstütze ich Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, aber auch Menschen, die gar nicht organisiert sind, dabei diese vorpolitischen Grundlagen zu legen? Aber vielleicht gibt es für Sie auch noch andere Argumente. Warum brauche ich das eigentlich? Warum brauche ich eine Religions- und Weltanschauungspolitik? Und worauf antwortet die eigentlich? Warum brauchen wir diese Kooperation? Und finden Sie die gut? Vielleicht ganz. Also ein Punkt, der natürlich immer wieder auftaucht, ist, dass es einfach gesellschaftliche Bereiche gibt, wo laut unserer Verfassung oder des Grundgesetzes einfach Religionsgemeinschaften, betroffene Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften Mitspracherecht haben oder ein Selbstbestimmungsrecht haben. Das ist zum Beispiel im Fall von Seelsorge oder Gefängnisseelsorge so. Da ist dann die Frage, ja, oder Religionsunterricht war schon so ein Thema. So gibt es einfach verschiedene Themen gesellschaftlich, also die für Gesellschaft wichtig sind, wo Religionsgemeinschaften, Weltanschauungsgemeinschaften reinspielen und wo der Staat aus gutem Grund nicht einfach bestimmen kann, was jetzt zum Beispiel die Inhalte eines muslimisch-evangelischen Religionsunterrichts oder eines humanistischen Weltanschauungsunterrichts sein können. Und da muss der Staat quasi mit oder die verschiedenen staatlichen Vertreterinnen mit Religionsgemeinschaften zusammenarbeiten. Und da ist die Frage dann, mit wem, in welcher Form, es war ja schon gerade angesprochen worden, NRW so ein Beispiel, oder beziehungsweise der sicherlich politische Wille, auch islamischen Religionsunterricht auch von staatlicher oder beziehungsweise an Schulen auch einzuführen und den eben nicht nur in Moscheen irgendwie zu haben. Ja, da kann der Staat aber nicht selbst bestimmen. Und er muss eben die Religionsgemeinschaften reinholen, die ein Mitspracherecht da oder ganz wichtige Entscheidungshoheit darüber haben, was da gelehrt wird. Und dann ist die Frage, ja, wer ist der Ansprechpartner? Und da ist eben schon, finde ich, da würde ich schon dem Recht geben, mit der Kirchenförmigkeit einfach, vielleicht ist es auch oft eine Frage von politischem Willen, ja, aber dass man oft davon ausgeht, man hat irgendwie bei den christlichen Kirchen Ansprechpartner gefunden, da verlangt man ja auch nicht einen Ansprechpartner, aber man hat da irgendwie Ansprechpartner gefunden und so müssen sich die anderen Gemeinschaften jetzt auch organisieren. Die sind aber nicht alle so hierarchisch strukturiert wie beispielsweise die katholische Kirche, wo es viel einfacher ist, da einen Ansprechpartner zu finden.
Ja, Sie können ja nicht drauf begegnen, das ist meine Perspektive. Zumindest, ja, und da denke ich, ist es schon teilweise einfach nur als letzter Satz, ist jetzt nicht mehr ganz auf Ihre Frage, aber dass es vielleicht manchmal schon auch eine Frage von politischem Willen ist. Also ich kann sagen, für die muslimischen Organisationen, die haben versucht, so gut es geht, ihre große Diversität, die sie auch untereinander haben, irgendwie so zusammenzufassen, dass sie am Schluss dann einen großen Ansprechpartner gestellt haben für den Staat, der Koordinationsrat der Muslime in Deutschland, weil also der die großen Dachverbände unter einem hat, obwohl die ja unterschiedlich auch sehr sind in ihren Ansätzen, und so haben sich trotzdem eben auch wegen diesem politischen Anspruch zusammengefunden. Und dann wurde gesagt, ja, rechnerisch repräsentiert ihr aber eigentlich nur 25% der muslimischen Bevölkerung, eben genau aus dem Grund, weil es eben, ne, weil es so schwer ist, da eben zu zählen, und wurden dann auch nicht anerkannt. Also deswegen, ne, manchmal ist es auch noch nicht nur eine Frage von Strukturen, sondern auch eine Frage von dem politischen Willen, die dann auch entsprechend vielleicht auch anzupassen und flexibel zu gestalten oder nicht. Ich fand ganz schön im Vorfeld einfach, sich das nochmal klar zu machen, wenn wir das, ob es Sinn macht, auch Religions- und Weltanschauungspolitik unter so einem Schlagwort oder unter dem Dach gesellschaftliche Inklusion zu sehen. Und wenn ich so von gesellschaftlicher, also wenn ich sage, das trägt, also eine aktive Religions- und Weltanschauungspolitik trägt zu gesellschaftlicher Inklusion bei, dann finde ich, verschiebt sich das Bild ganz schön hin zu, was wir in anderen Inklusionsdebatten haben, sozusagen, dass es auch so eine Beiderseitigkeit hat, nicht zu sagen, ich mache hier alle Türen auf und ihr dürft hier gerne auch mitmachen, ihr dürft auch gerne, also gerne sind wir offen für Weitere, aber dann müsst ihr die Bedingungen erfüllen, die wir hier haben. Und man steht dann sozusagen, also wenn ich das auch jetzt mal übertrage, also in einem sehr weiten Inklusionsbegriff und in einem sehr weiten Begriff auch von Barrierefreiheit mal angucke, ja, zu fragen, wie kann ich denn das auch machen als Staat, wenn ich das dann möchte, wenn ich möchte, dass ich sozusagen so einen vorpolitischen Bereich auch unterstütze und den irgendwie so integriere, wie kann ich den denn barrierefrei oder barrierearm sozusagen so gestalten? Und wenn, ich würde auch sagen, wenn der Staat ein Interesse hat, dann muss er auch Wege finden, und die Frage ist, welche. Aber ich habe gesehen, es hat bei Ihnen was ausgelöst, Sie möchten uns was sagen, sehr gern. Ja, ich möchte da eigentlich widersprechen, weil Sie sprachen von gesellschaftlichen Bereichen, Sie sprechen von Inklusion, aber ich glaube, warum gibt es Religionspolitik oder Weltanschauungspolitik? Ich glaube, das geht tiefer. Das hat mit einem Menschenbild zu tun, was wir haben, glaube ich, in einer freiheitlichen Gesellschaft, mit dem freien Menschen, der mit Menschenwürde ausgestattet ist und dem wir zugestehen, dass er religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen hat und dass er die in Freiheit leben darf, solange er nicht eben mit anderen kollidiert. Ich glaube, es geht um dieses individuelle Menschenbild. Deswegen gibt es das. Und wir gestehen das den Menschen zu, ohne dass sie damit einen gesellschaftlich wertvollen Zweck erfüllen. Weder den, dass ich mich integriere als Muslima, sozusagen unter dem Integrationsbegriff, oder Inklusion oder vorpolitischer Raum. Ich muss auch keinen Zweck für die politische Gemeinschaft dieses Landes erfüllen. Das finde ich, glaube ich, jetzt nicht als Dienstleister für die politische Gesellschaft, nicht für die Gesellschaft, sondern ich glaube, die Grundlage ist wirklich die Anerkennung und die Würdigung des einzelnen Menschen in seiner Freiheit und seinen Überzeugungen, die diesen Menschen die Überzeugungen auch lässt, die eben vielleicht nicht nachweisbar sind, die vielleicht transzendent sind, die querstehen zu allem Möglichen, was wir ansonsten gesellschaftlich im Konsens haben. Also ich glaube, das müsste der Kern sein. Und der Grund für Religionspolitik, für eine aktive Religionspolitik wäre, das zu ermöglichen, dass man diese Freiheit sozusagen und diese... Genau, aber das muss natürlich gesellschaftlich so eingebunden sein, dass es eben, dass wir haben natürlich einen gesellschaftlichen Rahmen dafür, wir können nicht alles zulassen, ja, also nicht zulassen, dass ich die Rechte anderer verletze damit und. Also wir haben Regeln, Spielregeln dafür, aber der eigentliche Grund, warum es das gibt, würde ich sagen, der ist höchst individuell. Vielen Dank, Frau Dinger. Ich habe den Eindruck, dass viele gesellschaftliche und auch kulturelle Konflikte doch heutzutage religiös verhandelt werden. Also ich habe den Eindruck, wenn eine rechtspopulistische Partei, die jetzt neuerdings im Bundestag sitzt, über den Islam schimpft, dann hat sie in der Regel nicht besonders viel Ahnung, von was sie da eigentlich redet, sondern meint eigentlich Migranten, meint Ausländer, meint unter einer vermeintlichen Islamkritik verstecken zu können, was da eigentlich an Ressentiments anderes noch darunter liegt. Ich glaube, deshalb gibt es manchmal diese
Vermengung oder Überlappung von dem, was Integrationsmaßnahmen, gesellschaftlicher Zusammenhalt, all diese Themen und Religionspolitik mittlerweile miteinander haben. Das ist ja auch was, was Herr Willems in dem angesprochenen Aufsatz auch kritisiert. Ich würde aber gerne noch einen anderen Satz sagen zu dem, was Sie, Frau Mühe, gesagt haben mit dem politischen Willen, weil ich das tatsächlich anders erlebe. Ich habe eher den Eindruck, dass es da einen ganz großen politischen Willen und auch eine ganz große politische Notwendigkeit gibt. Die allermeisten Politikerinnen und Politiker sind sich doch einig, dass es sowas wie islamischen Religionsunterricht ganz einfach braucht, weil in einer pluralen und vielfältigen Gesellschaft man einfach befähigt wird für Pluralität, für sich einlassen auf ein anderes Gegenüber, wenn man auch eine Klärung und Reflexion des eigenen hat. Und der Religionsunterricht ist nicht der einzige, aber ein guter Raum dafür. Und es ist aber trotzdem auch so, das hat auch Frau Jellstadt ja schon angesprochen, es muss nun mal irgendein Gegenüber geben, mit dem man spricht. Es muss nun mal irgendjemanden geben, der sagt, das ist das, was wir zum Beispiel an religiösen Bildungsinhalt, an Reflexion, an Ansprechpartner bieten. Und ich finde das eher, was, wenn Herr Heinrichs das ganz kritisch sieht, ich finde das eher positiv, dass wir in verschiedenen Bundesländern auch ganz verschiedene Versuche sehen, umzugehen damit, dass wir es mit dem Islam nun mal nicht mit einer Kirche zu tun haben. Und ich auch immer finde, ich glaube, der Islam wird und soll auch nicht zu einer Kirche werden, egal wie lange Politiker davor stehen und sagt, jetzt seid halt wie eine Kirche. Das wird nicht passieren, das ist ja auch gut so. Aber trotzdem sind wir doch jetzt in einer Phase, wo wir in einem Aushandlungsprozess sind, wo wir Dinge versuchen müssen, manche davon klappen. Aber wenn wir dann solche politischen Entwicklungen haben, wie jetzt zum Beispiel mit DTIP, dann muss ich natürlich auch eine politische Einschätzung ändern dürfen. Ich halte das eher für ein Zeichen von was Gutem, dass wir uns darüber auseinandersetzen und im Diskurs darüber sind. Sehen Sie diese Sie haben den Eindruck, die politische Notwendigkeit wird gesehen, sozusagen in Bezug auf den Islam. Würden Sie sagen, dass der in gleicher Weise dieses Bewusstsein auch besteht im Umgang mit Konfessionsfragen? Ich habe mich vielleicht nicht genau ausgerückt. Ich würde sagen, diese politische Einsicht besteht mit Sicht auf Vielfalt, auf Pluralität. Ich glaube, der Islam ist das Beispiel, was am meisten in den Medien ist dazu, was am meisten auf der politischen Agenda steht, was auch am meisten negativ populistisch, da ist Frau Mühe ja Expertin für mit der Claim-Allianz, ausgeschlachtet wird. Deshalb ist das vielleicht das Erste, was in den Kopf springt. Aber ich glaube, das gilt in einer Gesellschaft, die vielfältig ist und damit auch, gilt es auch für die Konfessionslosen, ja. Kommt es bei, also spüren Sie was davon? Kommt es an, diese Offenheit dafür und dieser politische Wille, irgendwie auch die Konfessionsfreien irgendwie stärker einzubinden und da Kooperation zu verstärken? Na, in Berlin kann man das vielleicht spüren. Da sind die Humanisten ja aber auch recht groß und gut repräsentiert. Wenn man in die anderen Bundesländer guckt, spüre ich da nicht viel. So, das muss man einfach so sagen. Ich kann ja nochmal das Beispiel bringen hier mit dieser Ethikklage, dass jemand da verlangt hat, dass sein Kind doch bitte auch den Ethikunterricht bekommt, wenn alle anderen den Religionsunterricht kriegen. Es ist in der Politik abgelehnt worden, die Gerichte haben es abgelehnt. Also dass es da eine Einsicht gibt, dass man, wenn Leute weder religiös noch weltanschaulich orientiert sind, der Staat dann in eine Verpflichtung kommt, bestimmte Leistungen zu erbringen, die Religionen ansonsten, gerade im Beispiel des Religionsunterrichts, also diese Einsicht scheint mir nicht besonders weit verbreitet zu sein, sondern das war ja auch mal so ein Ersatz von Ethik. Aber nochmal zu dieser vorhergehenden Frage, warum braucht man Religionspolitik? Also Religion und Weltanschauung sind ja Teil der Zivilgesellschaft und die sind da. Es gibt Leute, die haben Religiosität, es gibt Leute, die haben eine weltanschauliche Bindung. Das ist präsent, der Staat regelt zivilgesellschaftliche Verhältnisse und die Religion und Weltanschauung sind nochmal ein ganz besonderer Typus von zivilgesellschaftlicher Organisation und Prägung. Sie prägen die Identität der Personen, die haben, in einem hohen Ausmaß und sie haben einen sehr weitgehenden allgemeinpolitischen Regelungsanspruch. Also sie stellen Normen auf, wie man sich zu verhalten hat, sie stellen Normen auf, wie gesellschaftliche Organisation stattfinden soll.
Das machen alle Religionen, die Weltanschauung vielleicht ein bisschen weniger, aber die Religionen machen das. Und es birgt natürlich auch ein Konfliktpotenzial zwischen den Religionen, zwischen Religionen und staatlichen Organisationen. Und deswegen gibt es einen Regelungsbedarf. Ja, der besteht natürlich darin, dass man eine Religionsfreiheit gewährt auf der einen Seite und denen den Raum gibt, innerhalb der Schranken, die das Gemeinwesen setzt, also innerhalb unserer Grundrechtsordnung, die individuelle Religiosität und weltanschauliche Orientierung zu leben. Aber es geht auch darüber hinaus, dass man eben auch der Staat sich überlegt, wo ist es denn sinnvoll, in Kooperationen einzutreten. Und dann ist das natürlich auch eine Frage, die unter dem Aspekt steht, inwieweit ist es da für das Gemeinwesen insgesamt nützlich. Das kann man aus religiöser Sicht natürlich anders sehen, aber der Staat wird nicht kooperieren, um Religion zu fördern generell, sondern wird da kooperieren, wo er denkt, es ist sinnvoll für das Gemeinwesen insgesamt, dass wir in Kooperationen eintreten. Und da ist Religionsunterricht ja auch ein klassisches Beispiel, der mal eingeführt worden ist, weil man damals, als noch ganz überwiegend alle christlich waren, gedacht hat, die christlichen Kirchen können die Moral am besten vermitteln. Da haben wir ja keine Differenz gesehen zwischen christlicher Moral und der staatlichen Moral. Da hat gesagt, lass die das machen, die haben die Kompetenzen, das ist gut, das delegieren werden die. So. Und auch jetzt diese ganzen Integrationsdebatten, die da geführt werden, die Dialoge, die Religionsdialoge, die Weltanschauungsdialoge, die initiiert werden, stehen natürlich von staatlicher Perspektive aus unter dem Gesichtspunkt, wie können wir das möglichst integrieren, wie können wir möglichst ein friedliches Zusammenleben gestalten. Und das ist natürlich auch aus der Perspektive des Staates ein Punkt für Religions- und Weltanschauungspolitik. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne gleich für Sie öffnen. Sie können sich schon mal überlegen, ob Sie eine Frage haben, aber Frau Mühl hatte noch, also haben Sie ein bisschen unruhig hin und her gerutscht. Sie wollten gerne noch mal darauf reagieren. Das dürfen Sie gerne. Ja, ich wollte gerne noch mal darauf reagieren, weil die Frage, klar, man braucht einen Ansprechpartner, das klingt so logisch, aber in Bezug eben auch auf die christlichen Kirchen, ja, auch auf, wird ja auch mit mehreren Ansprechpartnern umgegangen. Also ne, die Frage ist ja, brauche ich einen Ansprechpartner für muslimische Gemeinschaften? Es war sehr lange, gab es aber diese Forderung sehr stark. Ne? Also wie gesagt, das war, glaube ich, Herr Schäuble oder ich weiß nicht, wer. Dass der jedenfalls, das ist noch nicht lange her, dass gesagt würde, okay, es gibt den Koordinationsrat und der repräsentiert es leider aber auch nur 25% und deswegen können wir den leider auch nicht als Ansprechpartner nehmen. Das war mein Einwurf mit dem politischen Willen und sicherlich bewegt sich da vielleicht ein bisschen was, weil man einfach merkt, es muss einfach sein, ja, man muss irgendwie versuchen, jetzt eben vielleicht auch an unterschiedlichen Stellen mit unterschiedlichen Leuten zusammenzuarbeiten, weil man eben andere Dinge voranbringen will, wie beispielsweise im Religionsunterricht, aber das ist jetzt da so den, ja, also und vielleicht noch eine kleine Bemerkung jetzt auch in Bezug auf den politischen Willen, weil Sie gesagt haben, da gibt es so eine große Öffnung. Ich meine, allein ein Punkt von politischem Willen sehen wir ja auch in Berlin. Ne? Also es gibt seit 2015 irgendwie vom Bundesverfassungsgericht das Urteil, pauschale Kopftuchverbote sind nicht mit der Verfassung vereinbar. Berlin und auch die SPD klammern sich mit Krallen und Zähnen, wollte ich fast schon sagen, ja, an dieses Neutralitätsgesetz, was es eben doch Frauen eben unmöglich macht, mit Kopftuch und Schulen zu arbeiten. So. Also da, ne, es gibt schon immer wieder einfach einzelne Punkte, wo man merkt, okay, der politische Wille ist an bestimmten Punkten da, wo man es eben aus Integrationsgesichtspunkten oder auch verschiedenen anderen Gesichtspunkten für wichtig hält und an anderer Stelle eben auch nicht. Ist also so eigentlich so ein bisschen so eine Funktionalität, die Frau Jerstedt eigentlich sagte, dass sie die gar nicht so gut findet. Denn das finde ich nochmal im Kopf sozusagen ein bisschen so, wann kooperiere ich eigentlich so aus ganz prinzipiell und ganz grundsätzlich und wann kooperiere ich vielleicht, weil das mir gerade nützt und weil das jetzt vielleicht auch, also ich glaube, Willems bezieht sich auch darauf, Extremismus, also Prävention als ganz starken Grund mit islamischen Verbänden zu kooperieren.